So, hier auf ein neues, mein Lieben. Ich hatte mich gerade verschluckt, musste nochmal anfangen. Hallo, ich bin Irene Lauretti und begrüße euch ganz herzlich heute am 22.04.2018 zu unserer wöchentlichen, sonntäglichen Mond-Tarot-Energie-Vorausschau. Und wie immer spreche ich ein bisschen über alles, weil schlussendlich alles eins ist. Ich spreche über Tarot, ich spreche über Numerologie, ich spreche über die aktuellen Mondstellung und deren Organzuordnung und wie wir uns darauf einstimmen können. Ja, beginnen wir doch mit dem Mond. Der Mond ist noch im Krebs. Der Krebs, das gefühlvolle Zeichen des Krebses, ist der Milz zugeordnet, der Milzenergie und hat die Farbe Gelb. Deswegen habe ich mich heute auch in Gelb angezogen. Wir sind allerdings heute noch jetzt im Krebs. Danke übrigens für eure Kommentare. Ich kann nicht überall gleich antworten, beziehungsweise sonst bin ich abgelenkt, aber ich sehe alles und freue mich über jedes Kommentar. Also ich sehe euch. Hallo Annabella und ich sehe euch alle. Ja, der Mond, wie gesagt, ist heute noch im Krebs. Das ist der Milz zugeordnet. Das ist der gelbe Bereich auf dem Zodiak und wird heute Abend in den Löwen gehen, dann kommt die rote Farbe. Erinnert euch, die Farben, die haben immer eine große Bedeutung. Das sind nicht einfach nur irgendwie angeordnet. Ich zeige die in meinem Buch Der Mond und der Kosmik heute Schöpfung. Da habe ich sogar die einzelnen Kapitel in den Farben gehalten. Da seht ihr das. Und natürlich auch im Kalender, ja, in der wahre Mondkalender. Und diese Woche, die sieht dann so aus. Da haben wir also, jetzt fangen wir dann an mit Rot morgen. Ja, also heute Abend geht der Mond um 19.10 Uhr. Das habt ihr immer, die genauen Zeiten habt ihr hier auch drin stehen. Noch ist der gelbe Bereich, wie ihr seht. Heute Abend geht der Mond um 19.10 Uhr in den Löwen. Also von dem fernöstlichen Erdelement, dem tiefen Erdelement, geht er in das fernöstliche Feuerelement. Und wenn er in den Löwen geht, sind wir von beiden Elemente-Ebenen im Feuer, sprich von der fernöstlichen sogenannten tiefen Elemente-Ebene. Ja, das ist auch die bekannte Fünf-Elemente-Theorie. Sowie von unserem westlichen Elementesystem, denn der Löwe ist auch von unserem westlichen Elementesystem dem Feuer zugeordnet. Wir haben also dann doppeltes Feuer. Und das ist, ja, das ist geballte Feuerkraft. Und hier im Süden, wo ich ja bin, da weiß ich schon jetzt, da muss ich dann besonders drauf achten, immer eine Kopfbedeckung zu haben, weil an den Tagen ist die Sonne einfach, die strahlt aggressiver und kräftiger. Also das gilt im Übrigen überall. Selbst im Winter ist das ganz, habe ich das bemerkt, wenn eigentlich Schnee fiel und eigentlich Nebel war, wenn dann der Mond in den Löwen wechselte, dann kommt die Sonne trotzdem kräftiger durch. Es ist ganz interessant. Und da muss man auch mehr trinken. Also der Löwe, der trocknet wirklich von innen aus. Und das gilt natürlich besonders für Menschen mit viel Feuerelement in ihren Konstellationen. Also nicht nur vom westlichen System. Ich gucke ja auch als immer in meinen Beratungen auch auf Anfrage gerne noch die fernöstlichen, also die indischen Nakshatra-Systeme. Wenn da zum Beispiel jemand im Löwen ist, dann trocknet das auch von innen richtig aus. Die Menschen, die müssen dann mehr trinken. Die müssen ihre Nieren so versorgen, dass die Nieren stark genug sind, gegen dieses ganze Feuer anzukommen. Es geht ja immer darum, die Balance zu halten in den Elementen. Ja, der Krebs, den wir momentan noch haben, die Krebstage, die können sehr gefühlvoll sein, da kommen Gefühle hoch, sind auch ganz tolle Tage, um Altes, vor allem in Bezug auf Mütter und weibliche Personen in der Familie oder im Umfeld aufzuarbeiten. Denn schlussendlich geht es ja darum, dass wir immer zur Harmonisierung, zur Harmonie streben und Dinge, die uns noch belasten, die die Zellen noch belasten, weil alte Energie, auch alte Traumata und alte Geschehnisse, die liegen wie kleine Pakete in den Zellen drin, bis sie gelöst werden von uns und bewusst losgelassen werden. Und dazu könnt ihr und solltet ihr auch die Zellen bewusst auffordern. Wenn ihr die Organströme aktiviert, wie ich es zeige in meinem Buch Der Mond und der Kosmische Code der Schöpfung, also während ihr die Organströme aktiviert, sie euch in der tiefen Farbe visualisiert, für die Milz ist das Gelb, für den Löwen ist das, für das Herz ist es dann Rot, leuchtendes Rot. Und dann wirklich mit den Organen kommunizieren und ihnen erlauben, weil es geht auch darum, ihnen das zu erlauben, ja, weil wenn man es nicht erlaubt, dann wird es gehalten. Erlauben und sie richtig aufzufordern, alte Traumata
Und Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, aus den Zellen zu entlassen, um Raum zu machen für Neues, damit die Zellen wieder atmen können und frei sind. Denn darum geht alles. Und wenn die Zellen blockiert sind, dann ist der ganze Mensch blockiert. Dann können die nicht mehr atmen, dann können die nicht mehr richtig funktionieren. Und die Organe, alles, alles ist Zellen. Der gesamte Körper besteht aus Zellen. Und es geht wirklich darum, dieses Zellgedächtnis auch aufzufrischen, beziehungsweise so zu reinigen, dass Neues rein kann. Dass euer Leben im wahrsten Sinne des Wortes neu aufgefrischt wird und gereinigt und regeneriert, damit es euch gut geht, damit der Körper von vorne, von innen, wirklich von innen ganz neu regenerieren kann. Und das übrigens ist immer möglich. Regeneration und Heilung ist immer möglich, vollkommene Heilung, das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, solange noch eine einzige gesunde Zelle im Körper ist. Ist immer vollkommene Heilung möglich. Denn es ist ja so, dass wir uns kontinuierlich wieder neu erschaffen aus dieser Quelle, die wir selber sind. Die Geistebene, das sind wir selbst. Das ist die Quelle, das ist das Ich Bin. Das ist das Licht, welches wir immer sind. Das ist das wahre Selbst. Das ist das, was wir immer waren, sind und sein werden. Der Körper, das ist nur das Produkt daraus, wobei nur nicht abwertend zu verstehen ist. Aber der Körper ist dennoch ein sich kontinuierlich veränderndes und auch irgendwann zerfallendes, denn Körperlichkeit zerfällt, Produkt aus der Geistebene. Sprich, wenn wir uns mit dieser Geistebene identifizieren, mit diesem Licht, welches wir täglich sehen, und das kann man sich wirklich auch vorstellen, visualisieren, das Licht, welches du bist, dieser Lichtball, dieser strahlende Lichtball. Das ist das wahre Selbst, das bist du, nicht der Körper, sondern der Lichtball. Und der Körper, der ist das Produkt aus diesem Licht. Und wie dein Körper aus diesem Licht entsteht, das hängt davon ab, wie deine Organe funktionieren, beziehungsweise wie du mit deinem hohen Selbst, mit deinem Organ kommunizierst, beziehungsweise, ganz korrekt ausgedrückt, wie du deine Organe kommunizieren lässt zwischen Geist und körperlicher Ebene. Denn das ist ja die Aufgabe der Organe. Genau das ist die Aufgabe, die Kommunikation. Wie verarbeiten die Organe dieses Licht der Geistebene in die Körperlichkeit? Und das drückt sich dann eben entweder durch Harmonie und auch durch einen schönen, jungen, jugendlichen Körper aus oder durch Altern, Zerfall und Krankheit. Ganz einfaches Prinzip eigentlich. Es geht also wirklich darum, wie kommst du, wie lässt du deine Organe für dich arbeiten? Und das hängt davon ab, wie kommunizierst du mit ihnen. Ja, das kann man nicht oft genug sagen und so sage ich es immer wieder. Also, wir sind, wie gesagt, heute noch im Krebs. Das war und ist noch der Daumen bis heute Abend. Und ab heute Abend geht der Mond in den Löwen und das ist dann der kleine Finger. Wir haben dann einige Tage jetzt, ich gucke gerade schon nach, wie lange wir den kleinen Finger haben. Den haben wir bis einschließlich Donnerstag, die gesamte rote Ebene. Den Finger habt ihr auch immer in der wahre Mondkalender 2018. Es gibt übrigens noch einige Mondkalender bei Amazon. Allerdings sind die seltsamerweise nur noch als Restposition zu haben, aber es gibt sie noch im Handel auf Anfrage oder direkt beim Silberschnur Verlag kriegt man sie direkt auch noch. Da sind einige Restexemplare. Es ist eine ganz interessante Woche von daher, als wir eben diese zwei Farben und Elemente haben, Rot und Blau, die jetzt kommen werden, Feuer und Wasser, das ist die, sagen wir mal, herausforderndste Kombination, Feuer und Wasser, ganz einfach deshalb, weil Feuer eigentlich Wasser löscht. Es geht also darum, dass diese beiden Elemente in Harmonie gehalten werden. Und in Harmonie werden Elemente immer gehalten, wenn die einzelnen Organe so kräftig wie möglich gehalten werden und so gut wie möglich gepflegt werden. Ja, wenn die Nieren zu schwach werden, dann werden sie ausgelöscht durch das Feuer. Und wenn das Feuer zu stark ist, dann verbrennt es den Körper. Also, und wir gehen dann nächste Woche jetzt auch zu auf einen ganz interessanten Vollmond. Der Vollmond, der wird sein an dem kommenden Montag dann, also nicht morgen, sondern am 30. Mai, und zwar im Skorpion. Das ist natürlich ein heftiger Vollmond, weil es ist das doppelte Wasserelement im Vollmond. Zur Erinnerung, jeder Vollmond ist innerhalb eines Jahres immer in einem anderen Zeichen. Wir haben nie einen Vollmond oder generell nicht in einem zweimal in einem Zeichen. Es kommt manchmal, wenn es dann so an der Schwelle ist, noch vor, dass er noch gerade noch 1 bis 2 Stunden oder einige Stunden noch im alten Zeichen ist. Aber jedes Zeichen, 12 Zeichen haben wir, hat einen Vollmond. Und das ist auch der Grund, warum wir die Vollmonde ganz unterschiedlich empfinden. Ja, an einem Vollmond fühlen wir uns voll Energie, vital und glücklich. An einem anderen kommen dann irgendwelche Symptome plötzlich hervor,
wo wir dann ganz gerne, und das leider wird das auch in einigen Büchern gesagt, es wäre dann Schuld des Mondes. Das ist es nicht. Es ist nicht der Mond, das will ich noch mal sagen. Es sind immer wir, beziehungsweise die entsprechende Organkraft, in deren Tierkreisentsprechung der Mond gerade weilt, wie diese Organkraft bei uns mit der Mondschwingung harmoniert. Das ist entscheidend darüber, wie wir die Mondschwingung empfinden. Also wir entscheiden darüber, und das bedeutet, wir können es auch harmonisieren. Ja, und der kommende Vollmond, auf den wir jetzt zugehen, je harmonischer unsere Nierenenergie fließt, umso besser wir im Fluss sind, umso besser diese Nierenenergie, die Energie von den kleinen Zehen, den ganzen Körper raufträgt, durch die Brust, durch den Gaumen, durch die Augen, über den Kopf hinweg und seitlich entlang der Wirbelsäule runter zum Steißbein. Habe jetzt gerade den Stromverlauf von dem Nierenstrom schon mal gesagt, ja. Die ihr immer auch findet in meinem Buch Der Mond und der kosmische Code der Schöpfung auf zwei großen Doppelabbildungen, Grafiken. Je besser das strömt, umso besser werdet ihr diese hohe energetische Kraftwelle der Macht reiten, auf die der Mond jetzt zugeht. Denn der Skorpion ist auch der Macht zugeordnet. Darüber allerdings werde ich dann nächste Woche mehr erzählen, weil es ist ja noch nicht aktuell. Wir gehen da nur drauf zu. Und ich sage das schon mal, weil auch wenn wir drauf zugehen, wirkt die Energie auch schon. Ja, also diese Woche, die wird einiges vorbringen, diese Kraft von Feuer, Wasser, die wird einiges bei euch zum Vorschein bringen, was ihr dann transformieren und loslassen könnt. Auch numerologisch haben wir heute eine ganz interessante Zahlenschwingung. Vor allem für mich persönlich, muss ich sagen, weil heute ist der 22.04.2018. Das ist die 22 als Tageszahl. Das ist eine Meisterzahl. Die 22 ist eine der hochschwingenden Meisterzahlen, die das Licht vermehrt durchlässt und die für hohe Intelligenz und Weisheit steht und für Spiritualität. In der Quersumme gibt das heutige Datum die 1. Und die 1 ist der Magier im Tarot, das steht für Vorwärtsgehen und eine sehr positive Karte, die für einen erfolgreichen Neubeginn steht. Für mich ist dieses Datum interessant, weil genau das umgekehrte Datum, nämlich die 1 als Tageszahl und die 22 als Quersumme, wird das Erscheinungsdatum für mein neues amerikanisches Buch sein. Feeling Great with the Moon im Oktober, Ende Oktober. Und genau heute schließe ich meine, sagen wir mal, meine Durchseharbeit für das Lektorat ab und werde es heute Abend dahin schicken. Da fand ich das wirklich hochinteressant, dass das genau umgekehrt dem Datum entspricht, wo es dann offiziell in den USA und weltweit auf dem Markt erscheinen wird. Es gibt keine Zufälle und das ist eben das Spannende mit den Zahlen. Das habt ihr ja auch in eurem Leben. Es gibt keine Zufälle. Die Zahlen, die erzählen, jede Zahl, der ihr begegnet, erzählt euch eine Geschichte und gibt einen Aha-Effekt, der Dinge dann einfach klar macht, auch in Beziehung vor allem. Warum treffe ich zum Beispiel diesen Partner? Warum treffe ich immer wieder auf bestimmte Partner mit einer ähnlichen Energie? Das können euch die Zahlen verraten und das ist unheimlich spannend. Und das beschreibe ich in meinem Buch Seelenzahlen. Ich habe hier Notizzettel drin, Entschuldigung, in meinem Buch Seelenzahlen. Da ist es einfach beschrieben und ich habe auch die Originalinfo drin der Erdfrau aus dem Dschungel von Trinidad, wie sie sie mir vor 14 Jahren dort mitgeteilt hat, nur mir, weil sie war ihr Empfang, sie hatte das empfangen, als sie 7 Jahre fernab der Zivilisation im Dschungel lebte. Und da wurde ihr von ihrem Spirit, von ihrem Geist diese Zahlenweisheit eingegeben, was die einzelnen Zahlen bedeuten für dich in deinem Leben. Und sie hatte mir das netterweise mitgegeben. Ich habe das aufgeschrieben.